So, hallo zusammen und schön, dass ihr wieder da seid. In der heutigen Folge gehen wir mal auf die Sicherheit unseres NAS-Systems ein. Spätestens, wenn ihr das hier seht, ist es schon zu spät und eure NAS wurde gekapert und wie in diesem Falle verschlüsselt. Ihr sollt irgendwelche Keys kaufen, Geld beweisen und. Ja, wie gesagt, ab diesem Punkt ist es eigentlich schon zu spät und ich hoffe, ihr seid noch nicht so weit und macht euch vorher Gedanken über das Ganze. Und genau deswegen gehen wir heute auf dieses Thema ein und ich zeige euch, auf was es ankommt. Wir gehen erstmal ins Webinterface unserer NAS. Und hier haben wir den ersten Punkt. Und zwar geht es um die Sicherheit unserer Benutzernamen bzw. der Passwörter. Erster Punkt, also Passwörter. Wie muss ein Passwort aussehen? Also, ein Passwort sollte mindestens 8, 10, 12 Zeichen haben. Also 8 auf jeden Fall unterste Grenze. Je mehr, desto besser, weil desto schwieriger wird es, das Passwort zu erraten, zu entschlüsseln und. Am besten, ihr nehmt so mindestens eins mit so 10 Zeichen. Ein Passwort sollte bestehen aus Groß- und Kleinbuchstaben, sowie Sonderzeichen und Ziffern. Ein Passwort sollte keinen persönlichen Bezug zu euch haben, also nicht den Hundenamen, nicht euren eigenen Namen, keine Geburtsdaten oder. Ein Passwort sollte kein Muster haben, also auch nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kuverts, also die Sachen, die neben auf der Tastatur sind, also die Tasten auf der Tastatur. Ja, alles solche Muster, 7777 oder was weiß ich, alles schlecht. Ihr solltet für jeden Account, also auch für jeden Benutzer auf der Synology, ein eigenes Passwort haben. Also nicht für den Administrator dasselbe verwenden, wie ihr für den normalen Benutzer verwendet, dann hat das Ganze natürlich keinen Sinn. Am besten verwendet ihr Zeichenkombinationen ohne Sinn. Hier ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man sich vielleicht irgendwie einen Satz überlegt und dann den Satz einfach die ersten Buchstaben einfach nimmt und ihn ins Passwort reinpackt. Auf jeden Fall solltet ihr Passwörter niemals irgendwo notieren und auch niemals an Dritte weitergeben. Wenn ihr euch die Passwörter nicht merken könnt bzw. nicht kreativ seid bei den Passwörtern, könnt ihr auch Passwortmanager benutzen. Hier könnt ihr Passwörter generieren und zusätzlich eure Passwörter speichern. Passt aber auch hier auf, welchen Passwortmanager ihr verwendet. Ich habe schon öfters gelesen, dass Passwortmanager, die irgendwo in der Cloud gespeichert sind, beziehungsweise irgendwo auf welchen Servern gespeichert sind, gehackt wurden. Und das ist natürlich die ganze Sache ganz schlecht. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, beziehungsweise sehr komfortabel, sagen wir es mal so, die Passwörter irgendwo online zu speichern und immer Zugriff darauf zu haben. Aber wenn ihr sie nicht selbst zu Hause habt, sondern irgendwo abgelegt habt, dann ist die ganze Sache halt für mich einfach nicht so sicher. Und die Artikel zeigen immer wieder, dieses System wurde gehackt. Und ja, super, dann sind natürlich alle Passwörter auf einmal hinüber und ihr müsst alle umstellen und das möglichst schnell. Und müsst hoffen, dass nicht schon irgendwelche Schäden entstanden sind. Ich für meinen Teil nehme das Programm KeePass und habe daher also bisher ganz gute Erfahrungen gehabt. Gibt es eine Version 1 und Version 2. Ist eigentlich relativ egal, welches ihr da nehmt. Und ja. Was ihr auch noch verwenden könnt, sind sogenannte Passwortkarten. Ich habe hier mal ein Bild. Schaut so aus. Ihr könnt einfach sagen, okay, ich nehme jetzt die 7. Zeile und suche mir einfach da was raus. Oder irgendwas mit Zahlen. Dann nehme ich einfach hier was. Also wie gesagt, das ist eigentlich recht angenehm. Da könnt ihr euch raussuchen. Und ja, könnt ihr die nehmen. Da könnt ihr es dann vielleicht auch nachschauen, ohne dass irgendjemand im Endeffekt weiß, welche Passwörter ihr genommen habt. Ja. Das wär's auf jeden Fall zum ersten Punkt. Dann würde ich sagen, locken wir uns jetzt in unser NAS-System ein. Und schauen wir die weiteren Punkte an. So, wir sind jetzt auf der Web-Oberfläche unserer NAS
Und jetzt kommen wir zu Punkt 2. Punkt 2 ist Updates. Eure NAS oder auch alle anderen Systeme müssen immer up-to-date sein, weil nur Updates schließen Sicherheitslücken und machen das ganze System natürlich sicherer. In meinem Fall haben wir hier eine Synology NAS, funktioniert identisch auf der QNAP und natürlich allen anderen Systemen. Wir gehen in die Systemsteuerung, gehen hier auf Aktualisieren und jetzt wird quasi geprüft, ob unser NAS aktuell ist. In meinem Fall ist es aktuell, ihr DSM-Version ist aktuell. Ansonsten könnte man natürlich, wird da ein anderer Button kommen. Man könnte die aktuelle DSM-Version runterladen und gleich installieren. Ihr könnt natürlich auch weitere Sachen machen. Also unter Update-Einstellungen zum Beispiel könnt ihr machen, mich benachrichtigen und die Entscheidung überlassen, ob das neue Update installiert werden soll. Oder neue Updates automatisch installieren. Ich denke, für viele, die sich relativ wenig um die Sache kümmern wollen, könnte vielleicht auch dieser Punkt hier interessant werden, also Updates manuell installieren. Ich persönlich lasse mich, wenn dann, benachrichtigen, beziehungsweise ich setze mir einen Kalendereintrag und schaue einmal monatlich nach, ob ein neues Update verfügbar ist. Und zwar habe ich schon oft gehört und gelesen, dass Updates automatisch installiert werden und dann sind irgendwelche Bugs drauf und dann haben wir Riesenprobleme, die Daten wiederherzustellen oder an die eigenen Daten ranzukommen. Und das möchte ich natürlich tunlichst vermeiden. Ich lasse meistens Updates kommen und schaue mir dann die Nachrichten an, ob vielleicht irgendwelche Probleme entstanden sind. Und so nach 1-2 Wochen circa spiele ich dann das Update ein, wenn es dann ruhig geblieben ist. Und so bin ich bisher eigentlich ganz gut gefahren. Wie gesagt, dieses automatisch Installieren ist zwar einfach, birgt aber auch seine Risiken, würde ich mal sagen. Von dem her, wie gesagt, ich setze mir einen Kalendereintrag und schaue einfach einmal monatlich nach, ob neue Updates verfügbar sind. Das ganze Thema mit den Updates ist natürlich nicht nur für das NAS-System selbst, sondern auch für in eurem Paketzentrum interessant. Alle Pakete, alle Programme, die ihr installiert habt, sind natürlich potenzielle Einfallstore. Und alle Sachen, die ganze Software könnte irgendwie gekapert werden und wäre ein Einfallstor für eure NAS. Deshalb auch hier alle Pakete anschauen und wenn irgendwelche Updates sind, Updates machen. In meinem Fall alles aktuell. Von dem her alles gut. Wie gesagt, schaut es nach. Updates, zweiter Punkt. Macht einen Haken dahinter, wenn alles gemacht ist. Wie gesagt, eines der wichtigsten Sachen, die ihr bei einer NAS, auf die ihr bei einer NAS achten müsste. So, kommen wir zu Punkt 3. Als Punkt 3 habe ich nicht benötigte Dienste beenden. Also alle Dienste sind natürlich auch immer Sicherheitslücken. Also schauen wir uns die ganze Sache an. Systemsteuerung und Dateidienste. Und zwar habe ich hier in meinem Fall nur SMB aktiviert, weil ich mit SMB, also mit Windows, auf meine NAS zugreife. AFP ist aus, wäre für Apple interessant, NFS wäre für Linux, genau, Linux interessant. FTP, also File Transfer Protokoll, habe ich ausgeschaltet, brauche ich nicht, wenn natürlich jemand über FTP darauf zugreifen will. Muss man das natürlich einschalten. Auch TFTP ist aus. Rsync. Alles aus. Auch die Bonjour-Dienste und. Alles aus. Wie gesagt, je weniger Dienste aktiviert sind, desto weniger Angriffsfläche habt ihr natürlich oder bietet ihr nach außen. Euch muss klar sein, kein System ist hundertprozentig sicher. Aber je schwieriger, dass man das jemandem macht, desto uninteressanter wird natürlich ein System. Von dem her bei mir nur SMB aktiviert und ja, Angriffsfläche so klein wie möglich. Was in diesem Fall auch noch dazu gezählt, ist in diesem externen Zugriff die Router-Konfiguration. Hinter der Router-Konfiguration versteckt sich nichts anderes als UPnP, Universal Plug and Play. Was eigentlich unglaublich praktisch ist für viele. Also
dass im Endeffekt Geräte miteinander kommunizieren, ganz einfach, man kann auf andere zugreifen und. Ist aber auf den zweiten Blick ein riesen Sicherheitsfaktor. Wenn ich nämlich hier meinen Router einrichte und sage, okay, du darfst Universal Plug and Play machen und richte jetzt irgendein Gerät ein, dann kann es gut sein, dass die NAS auf eurem Router Ports freigibt. Und dann seid ihr natürlich von außen durch diese Ports angreifbar. Normalerweise hat ja euer Router die Funktion einer Firewall. Und wenn ihr natürlich Ports freigibt, je mehr Ports ihr freigibt, desto mehr Löcher habt ihr natürlich in eurer Firewall und desto einfacher können Angreifer zu euch reinkommen. Deswegen ist diese Routerfreigabe, also Routerkonfiguration, Einrichten des Routers oder Universal Plug and Play, wenn ihr das irgendwo liest, schaltet das Ding aus. Also ich kann es euch nur empfehlen, schaltet das Teil aus. Hierüber können wirklich Probleme oder einfach Sicherheitslücken entstehen. Auch wenn es wirklich einfach ist und wenn es angenehm ist, mit einem einfachen System zu arbeiten und angenehm ist, irgendwo darauf zuzugreifen über UPnP. Aber die Gefahren, die davon ausgehen, sind es wirklich nicht wert. Von dem her, schaltet UPnP am besten aus und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. UPnP gibt es übrigens auch noch im Router, könnt ihr auch im Router direkt deaktivieren, dass einfach die Geräte nicht per UPnP Ports öffnen können. Ein weiterer Punkt, den ihr vielleicht etwas anders lösen könnt, ist die Sache mit DynDNS. Also DDNS verbirgt sich nichts anderes dahinter, als dass ihr von außen auf eure NAS zugreifen möchtet. Ihr überlegt euch vielleicht, ja, ich bin jetzt irgendwo im Urlaub und möchte zu Hause auf meine NAS zugreifen. Wie mache ich das am besten? Ach ja, da gibt es ja DynDNS. Richtig mehr DynDNS sein und machen Port auf. Ja, genau, und da sind wir jetzt schon wieder an dem Punkt. Ihr müsst einen Port auf eurem Router einrichten und den freigeben. Und da habe ich ja schon gesagt, dass die ganze Sache nicht ganz so trivial ist, beziehungsweise nicht ganz so schön ist, weil einfach hier Sicherheitsrisiken entstehen. Von dem her, wenn ihr jetzt auf eure NAS zugreifen wollt, ja, macht euch einen VPN. Ihr könnt VPN-Server zum Beispiel auf eurer Fritzbox einrichten, auf eurem Speedport einrichten oder ihr kauft auch einen Raspberry Pi zum Beispiel und installiert da einen VPN-Server und nutzt zum Beispiel WireGuard das Protokoll. Das ist sehr schnell und das ist das aktuellste Protokoll und momentan das Beste. Von dem her, wie gesagt, wenn ihr irgendwie von außen drauf zugreifen wollt, nicht über DynDNS, nicht über irgendwelche anderen Dienste, sondern benutzt VPN, da habt ihr einen Tunnel, der wo verschlüsselt ist. Und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und ja, da müsst ihr keine Ports nicht aufmachen. So, das war Punkt 4. Und jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte, das wichtigste Werkzeug, das ihr auch benutzen solltet, und zwar die Benutzer und die Benutzergruppen. Wenn ihr auf eurem NAS-System, also so wie hier auf eurem Webinterface, irgendwas bearbeitet, irgendwas ändert und, dafür habt ihr den Administrator und dafür benutzt ihr auch den Administrator. Aber ansonsten wird dieser Administrator nicht benutzt, um sich irgendwie anzumelden, ob irgendwie Zugriff zu haben auf die Ordner, auf die Freigaben, auf Dienste oder sonst irgendwas. Sondern für solche Sachen habt ihr andere Benutzer. Und in meinem Fall ist es eben dieser zweite Benutzer. Das ist ein ganz normaler Benutzer, hat normale Rechte, kann vielleicht in manchen Ordnern schreiben, kann in manchen Ordnern nur lesen und kann aber am System nichts ändern. Und das ist genau das Wichtige. Ihr müsst Benutzer haben, für verschiedene Sachen zu machen. Und wenn ihr 5 Personen zu Hause habt, hat jede Person seinen eigenen Zugang. Und zusätzlich natürlich den Administrator, weil den benutzt ihr natürlich nur für die Einstellungen, für die Rechtevergabe, für die Erstellung neuer Benutzer, für die Einstellungen auf eurem NAS, für Updates und. Für die ganzen Sachen benutzt ihr euren Admin, ansonsten nur eure Benutzer. Und Benutzer, die ihr nicht braucht, schmeißt ihr raus. Und in meinem Fall konnte ich den Guest-User nicht entfernen, also habe ich ihn deaktiviert. Wie gesagt,
Benutzt auf jeden Fall diese Sache Benutzer und Benutzergruppen. Das ist ganz wichtig und ein großes Werkzeug, das wird oft unterschätzt. Und auch hier müsst ihr natürlich schauen, dass die Benutzer gute Passwörter haben. Und ihr könnt es natürlich auch gerne mal testen, wenn ihr jetzt einen neuen Benutzer anlegt und ihr seid euch nicht ganz sicher, ob jetzt die Berechtigung richtig gesetzt ist, ja, dann loggt euch doch mal mit diesem Benutzer ein. Ihr habt ja das Anfangspasswort. Der andere Benutzer kann das Passwort dann ändern, aber am Anfang testet doch einfach. Oder macht einen Test-User und loggt euch mit dem Test-User ein und schaut einfach mal, wie weit ihr kommt, wie viele Dateien ihr aufmachen könnt, welche Ordner ihr aufmachen könnt und. Dann wisst ihr gleich, ob die Verrechnung und so weiter passt oder ob ihr noch wo rumschrauben müsst. Und als sechsten Punkt schauen wir uns jetzt mal den Punkt Sicherheit an. Er ist hier unter Konnektivität und da haben wir schon am Anfang eben diesen Sicherheitspunkt. Und was habe ich da jetzt alles quasi eingeschaltet oder ausgeschaltet? Ich habe die Browser-Kompatibilität ausgeschaltet. Ja, das brauche ich nicht wirklich. Dann Schutz gegen Cross-Site-Request. Das ist eingeschaltet. Die Sicherheit mit HTTP-Content ist auch eingeschaltet. Das Zulassen von iFrame habe ich nicht zugelassen. Und dass beim Systemstart die Anmeldedaten gelöscht werden, das habe ich auch ausgeschaltet. Und wenn sich quasi die IP-Adresse ändert. Also ihr seht es ja selber, ich habe die ganzen Sachen drin, halt oben nur die Browser-Kompatibilität. Das muss nicht unbedingt sein, weil da auch die Sicherheitsstufe herabgesetzt wird. Sieht man auch drunter. Und ja, das muss ich nicht haben. Die Firewall habe ich deaktiviert. Einige werden sich vielleicht fragen, warum deaktiviert und so weiter. Ja, ganz einfach, ihr habt ja eine Firewall in eurem Router. Und das könnte natürlich sein, dass die ein bisschen gegenseitig arbeiten, also ein bisschen sie haken und so weiter. Und auf jeden Fall müsst ihr aber dann die Firewall, wenn sie es aktiviert, müsst ihr auf jeden Fall die auch pflegen und so weiter, Profile am besten anlegen und. Aber eigentlich ist ja in meinen Augen eher ja, unnütz, wenn es auf die anderen Sachen aufpasst und wenn die Firewall, also wenn keine Ports und so weiter offen sind, dann braucht es diese Firewall eigentlich normalerweise nicht. Ihr könnt es natürlich auch nutzen, ich will jetzt keinen irgendwie ausreden, aber in meinem Falle bleibt es aus und ich bin damit immer super gefahren. Auch beim Schutz bei LAN. DOS, Denial of Service müsstet ihr sagen, genau, Denial of Services einschalten. Dann habe ich einen automatischen Block habe ich drin. Also wenn irgendeine IP-Adresse 10-mal versucht, innerhalb von 5 Minuten sich einzuloggen, und zwar falsch, ja, dann wird der erst einmal geblockt. Und dann kann man die natürlich auch wieder, irgendwo ist dann noch die Liste, wo man nachschauen kann. Ja genau, Freigabe, Blockierungsliste. Da könnte man dann nachschauen, wer da drin ist, welche IP-Adresse, könnte man es wieder entsperren und so weiter. Aber hier kann man auf jeden Fall mal einen Schutz einschalten und der ist eigentlich ganz sinnvoll. Dann gibt es eben die Zertifikate, da könnt ihr natürlich auch noch mit anderen Zertifikaten die einspielen, die erstellen und so weiter. Das ist aber wieder ein ganz anderes Thema und ja, geht viel tiefer in die ganze Sache. Und erweitert, ja, was haben wir denn da noch? TLS, SLS, moderne Kompatibilität. Ja, das habe ich drin. Das gleiche war Standardeinstellungen, da habe ich nichts umeinander getan. Aber ansonsten, wie ihr schon seht, diese Sachen, Firewall bei mir deaktiviert, Denial of Service drin und auf jeden Fall diese IP-Adress-Block, wenn irgendwas wäre. Die Sachen finde ich eigentlich schon für sinnvoll, besonders diesen Block, damit ihr einfach kein Bot-Angriff nicht bekommt und diesen Denial of Service. Das waren nun die wichtigsten Punkte, also in meinen Augen wichtigsten Punkte, um euer NAS-System auf jeden Fall ein deutliches Stück sicherer zu machen. Und ich hoffe, die ganze Sache hat euch geholfen und nehmt es euch ein bisschen zu Herzen, dass ihr auf jeden Fall schaut, dass eure NAS oder allgemein euer Netzwerk einfach sicherer wird. Diese Punkte sind natürlich nicht nur für die Synology NAS, auf die ich jetzt gezeigt habe, umzusetzen, sondern natürlich auch für ziemlich alle anderen NAS-Systeme und natürlich kann man auch viele Sachen auf dem PC und so weiter übertragen. Also sowas wie Passwörter und so weiter müssen natürlich überall aktuell sein, beziehungsweise müssen überall sicher sein und
Von dem her, ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch damit helfen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich versuche es auf jeden Fall so gut wie möglich zu bearbeiten oder zu beantworten. Und ich würde mich natürlich wie immer über ein Abo freuen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal einfach wieder einschaltet. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch interessieren oder so weiter, über die ich mal ein Video machen soll, ja, dann schreibt es unten rein. Ich nehme gerne irgendwelche Wünsche und so weiter entgegen und hoffe, dass ich das dann auch bearbeiten kann. Und wünsche euch somit jetzt noch viel Erfolg beim sicherer Machen eures NAS-Systems und bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.